Segnen, taufen, Trauungen halten, predigen und in der Seelsorge mitarbeiten. All diese Aufgaben dürfen Günther Jäger und Marius Schwemmer seit heute erfüllen. Denn seit heute sind sie ständige Diakone. Bischof Stefan Oster hat sie feierlich geweiht. Ein Tag, auf den sich die beiden Männer lange und intensiv vorbereitet haben. Ja, ich glaube, ich bin immer noch ein bisschen nervös. Es war ein bewegender Moment, ein sehr bewegender Moment, die Weihe zum Diakon zu empfangen nach dieser Vorbereitung. Insbesondere nach Höhen und Tiefen, nach Zweifeln und Bestätigung. Aber jetzt glaube ich, geht es mir gut. Ich bin jetzt noch ganz erhoben, ergriffen, sehr dankbar. Ich kann es noch gar nicht ganz in Worte fassen, sortieren. Das wird sich jetzt wahrscheinlich erst die nächsten Tage dann entwickeln und sortieren. Wie wichtig ihr Dienst für die Kirche von Passau ist, betont Stefan Oster auch in seiner Predigt. Er dankt den beiden Männern, dass sie sich für das ständige Diakonat entschieden haben. Beide bleiben dort, wo sie jetzt schon auch ihre Ausbildung bekommen haben. Der Dr. Schwemmer bleibt in der Studentengemeinde, hat ja da auch schon den Chor geleitet und aber auch gedient als auch mit den Studierenden in der Seelsorge. Und der Herr Jäger bleibt im Pfarrverband in Feichten, wo er auch schon gearbeitet hat. Und die Diakone sind besonders sensibel, hoffentlich auch die beiden, aber das glaube ich natürlich, für Menschen in Not, für Bedürftige, für Menschen am Rand der Gesellschaft. Und das ist mir auch ein Anliegen, dass sie dafür ein Auge haben und ein Herz haben und es mit hineinbringen, sodass die Menschen auch berührt werden vom Zeugnis der Liebe Gottes. Leicht wird diese Aufgabe bestimmt nicht. Dieses Amt mit Zivilberuf und Familie zu vereinbaren, ist eine große Herausforderung, aber auch eine sehr schöne und erfüllende. Wir haben während des langen Weges immer wieder Menschen gefragt, Mensch Günther, warum machst du das? Ich hatte am Anfang noch keine Antwort, jetzt habe ich sie. Und ich kann nur sagen, weil es wunderschön ist, das mit dem Beruf verbinden. Ich bin ja in der glücklichen Lage, schon in Pension zu sein. Ich mache allerdings noch Unterstützung als Berater. Aber es geht auch nur, wenn man mit dem Herzen dabei ist und auch nur, wenn die Familie dahinter steht. Und das ist in beiden der Fall. Ja, ich freue mich sehr darauf. Ich bin auch sehr dankbar für die Unterstützung meiner Familie, dass sie diesen Weg schon mitgegangen ist und mich da auch weiterhin unterstützen wird. Und ich freue mich sehr darauf, die Tätigkeiten des Diakons jetzt dann ausführen zu können. In der Liturgie, in der Verkündigung, im Dienst am Nächsten. Da freue ich mich sehr darauf. Und so beginnt für Günther Jäger und Marius Schwemmer mit dem heutigen Tag der Diakonenweihe ein neuer Lebensabschnitt.